Hallo und herzlich willkommen. Hi Stampers. Heute könnt ihr mit mir ein Knallbonbon basteln. Dazu brauchen wir als erstes die Big Shot Form Knallbonbon. Die drehen wir wie immer schnell durch. Und das Feine ist, dass man dann gleich die Grundform für ein tolles Päckchen fertig hat. So, noch die ganzen Schnipsel entfernen und dann bestempel ich die Form. Hier mit einem Stempel aus dem Set Konfetti. Und als Farbe benutze ich Calypso. Immer so, wie mir der Stempel gerade in der Hand liegt und das so lange, bis das ganze Blatt voll ist. Und dann wird die Form an den ganzen Faltlinien ordentlich geknickt. Auch noch für den Verschluss. Und dann brauchen wir das Perforierset. Ich lege mir das dann ungefähr in die Mitte der Stanzform. Ich hole das mal ein bisschen näher ran, damit ihr es besser sehen könnt. Und stanze dann erstmal mit der Präkelnadel hier jedes Loch der Form vom Perforierset. Einfach eine gerade Linie. Einmal komplett über die ganze Stanzform. Und jetzt muss aber noch nachgeprickelt werden, denn nur so die Prickellöcher reichen nicht, damit man das Knallbonbon hinterher auch wirklich auseinanderziehen kann. Du musst da jetzt wirklich ziemlich viel prickeln und auch so viel, dass man schon fast das Gefühl hat, dass die Form auseinanderfällt. Weil ich festgestellt habe, dass es ansonsten wirklich extrem schwer ist, das Knallbonbon auch auseinanderzuziehen. Ihr werdet nachher sehen, dass es selbst mit diesem ganz bisschen Halt, der gleich noch übrig bleibt, schon schwer sein wird, das Knallbonbon einfach auseinanderzuziehen. So, auch noch einmal nachdrücken, dass die Löcher wirklich ordentlich sind. Ihr seht schon, es sieht wirklich fast aus, als würde die Form gleich auseinanderfallen und die hängt auch nur noch an ein paar Ecken. So, jetzt klebe ich dann das Bonbon zusammen. Wieder mit Tombow, denn es muss ja schließlich auch ein bisschen Belastung nachher aushalten. Das ist am einfachsten, wenn du die Form so zusammenfaltest, wie ich das jetzt gerade mache, und dann einfach überdrückst und dann passt das genau. Dann schneide ich mir noch einen Streifen Papier für eine Banderole, damit das, was ich jetzt geprickelt habe, dann nicht leicht zu sehen ist. Wie breit ihr das macht, bleibt natürlich ganz euch überlassen. Ich habe hier eine schöne Bordüre noch ausgesucht, die ich jetzt auf beiden Seiten stanze. So, und dann habe ich jetzt beidseits die Häkelbordüre und kann dann meinen Streifen Papier anschließend um die geprickelten Löcher binden. Dazu brauche ich natürlich wieder meine Form und lege jetzt das Band so an die Kante, dass ich das einfach jetzt nur noch umzuknicken brauche. Einmal ganz rund. Und das klebe ich jetzt nur an dieser Kante hier mit Tombow zusammen, damit das Bonbon hinterher auch auseinandergezogen werden kann. Wenn ich die Banderole mit auf dem Knallbonbon festklebe, lässt sich das natürlich nicht ziehen. So, noch einmal in die andere Richtung drücken und dann das Knallbonbon zusammenfalten. Das geht etwas einfacher, wenn du oben noch vorher diese Faltkanten knickst und einmal die Form noch in die andere Richtung zusammendrückst und dasselbe machst. Dann fällt hinterher verhältnismäßig einfach das Knallbonbon ineinander, wobei ich finde, dass diese Form immer relativ schwer in die passende Form zu drücken ist. Aber mit ein bisschen Geduld klappt es auch da. So, jetzt noch die zweite Ecke. Ja, noch etwas nachdrücken. So, und dann ist das Knallbonbon fertig. Die Banderole noch schön in die Mitte. In der Zwischenzeit habe ich jetzt noch ein kleines Label gestanzt. Da kann ich euch leider nicht mehr zeigen, weil das ein neues Celebration Set sein wird. Mit passender Stanze dazu. Ich finde das natürlich mal wieder super, weil was ich nicht schneiden muss, einfach viel schneller geht.
Wie gesagt, ihr müsst hier leider jetzt ausnahmsweise mal mit dem Ergebnis leben, weil ich nur die fertigen Sachen bisher zeigen darf. Jetzt natürlich noch schöne Bändchen an die Enden des Knallbonbons. Und dann können wir das Bonbon gleich auseinanderziehen. So, und Achtung. Na? Ihr seht, man braucht da manchmal zwei Anläufe. Und wer dem Beschenkten noch eine besondere Freude machen möchte, kann das Ganze natürlich auch noch mit Konfetti füllen. Schön, dass du auch heute wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal.